Uschiglas, 79, trauert zutiefst. Heute Morgen erreichte uns die traurige Nachricht, dass der beliebte Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper, 79, überraschend an Herzversagen verstorben ist. Elmar Wepper war der Bruder von Fritz Wepper, 82, und hatte in seiner beeindruckenden Karriere in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mitgewirkt. Ein Highlight war sicherlich seine Rolle in der ZDF-Serie Zwei Münchner in Hamburg, in der auch Uschiglas mitgespielt hatte. Uschiglas hat nun in einem bewegenden Statement Abschied von ihrem langjährigen Kollegen Elmar genommen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung äußerte sich die 79-Jährige zutiefst erschüttert: "Ich bin einfach sprachlos und kann meine Gefühle kaum in Worte fassen. Die Trauer sitzt tief und der Schock sitzt tief. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für meinen Mann und mich. Mit Elmar habe ich die meisten gemeinsamen Drehtage meiner gesamten Karriere verbracht. Ihre Gedanken und ihr Mitgefühl gelten nun Elmar Weppers Familie." Neben seinem Bruder Fritz hinterlässt er seine Ehefrau Anita Schlerf, einen Sohn und zwei Enkelkinder. Vor einigen Jahren hatte Elmar Wepper in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen von seiner Familie geschwärmt: "Ich bin glücklich verheiratet, habe einen Sohn, der mich gerade zum zweiten Mal zum Opa gemacht hat. Das gibt dem Leben eine besondere Bedeutung." Elmar Wepper wird uns nicht nur als talentierter Schauspieler und Synchronsprecher in Erinnerung bleiben, sondern auch als warmherziger Mensch, der viele Herzen berührt hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie in dieser schweren Zeit.